Hallo und herzlich willkommen jetzt zur nächsten Session Silent Hill 5. Ja, wir befinden uns hier immer noch in der Albtraumversion unseres eigenen Hauses. Ja, genau, hier wohnen wir. Ist das nicht herrlich? Ja, ich find's herrlich. Ist bestimmt schön warm hier, vor allem im Winter. Ja, okay, die Deko müsste man noch ein bisschen verändern, aber sei es drum. Wir sind nicht hier, um über die Deko zu fachsimpeln, sondern um Silent Hill zu spielen. This has to be right. Aber wirklich, das stimmt jetzt. Oh, das ist ja eine saugeile Tür. Ja, und das hatten wir auch noch nicht. Den Umkehreffekt. Alles wird wieder normal. Sind wir jetzt also aus unserem Haus heraus? Aus unserem Haus heraus. Applaus für die Maus im Saus und Braus von Klaus und L. L, I thought you were. She's gone. Who? My mom. I can't find her anywhere. The entire town's gone. I think I know where they are. I found this. I'm not sure what it all means, but we need to get to Silent Hill. Are you serious? My dad was serious enough to risk his life going there. That's where Josh is. I'm sure of it. And everyone else? Alex, you there? Wheeler! I thought we lost you. You're not getting rid of me that easy. Glad to hear it. We have a lot to fill you in on. In the meantime, can you get us a boat? We're going to Silent Hill. Es geht nach Silent Hill. Da sind wir auch schon im Boot von Deputy Wheeler. Gleichzeitig auch in der Küstenwache. Ja, in der Finsternis. Schließt man dann doch wieder Freundschaft, oder was? I'm sorry. Ja, war mir klar. What are you sorry for? This isn't your fault. No. About earlier today. Flyers. Forget it. I should apologize. It's just... this place... brings back bad memories for me. You know, I never understood why you left. And one day you were just... I didn't say it before, but I'm glad you're back. I feel safer with you here. Everything's just been falling apart around us, you know, but you just keep moving forward. I have a choice. Yes, you do. You could just leave again. Alex, tell me what you know about Silent Hill. Joshua and I were told 100 times never to go there. Yeah, my mom was pretty strict about it too. Yeah, well, your parents were right. I'll tell you. But it all fits. All those things we've seen in Shepherd's Glen, the nightmares. What do you mean? Silent Hill is what I mean. This has bad history. Always has. You been there? Didn't need to. I heard enough. Why did I decide to move east? I was looking at a job in Bronx, working with the police. At the time, they had this cop. I can't remember her name, but she'd gone to Silent Hill. Well, what happened to her? No one knows. I found her bike outside of town. But I'd heard rumors about the people who live there. Let's just say they're not too friendly to people who don't share their beliefs. The order. Yeah. And when I met with your father about working in Shepherd's Glen, he
told me I would never have to go to Silent Hill. I guess there's some sort of irony here. You really think we're gonna find anyone there? I took her from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Oh, der kann Witze machen. I'm just happy to see that something's gotten better since I left. Alex, there's a light up ahead. Ja, das lockert doch die Stimmung ein bisschen auf. Kann man mal die Sorgen für einen Moment vergessen. What should we do? Turn off our light. I don't want anybody to know we're coming. Jetzt sind wir da. Oh nein. Oh, das schießt doch. Ach, Alex. Ah, Mensch. Also, ich weiß nicht. Nachdem du hier so Monster schon gesehen hast, zögert man doch nicht mehr zu schießen. Gleich, bam, bam. Jetzt müssen wir hier um unser Leben schwimmen, ne? Auch nicht. Okay, wir leben. Wir sind angeschlagen, aber wir leben. Bisschen orientierungslos, kraftlos. Die Luft ist kratzig. Sehen nicht besonders gut. Fuck. Took it from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Ja. Aber wir sind wieder auf den Beinen. Wheeler! Oh. Ruft er ein bisschen hoffnungslos in den Nebel hinein. Aber eine Antwort erwarten wir nicht wirklich. Stattdessen machen wir uns wieder selbst dran, die Gegend zu erkunden. Und Wheeler und Elle wiederzufinden. Dafür gehen wir am besten mal da hoch. Wo sollen wir denn sonst hin? Wir können hier nochmal gucken, ob wir hier noch was finden. Knarzt ganz bedrohlich. Aber ich entdecke nichts. Wir können hier nochmal drüber springen. Upsala. Nö, da ist nichts. Dann schlage ich vor, Alex, hier rechts hoch. Oh, schnell, das knarzt wie die Sau. Oh, 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 oh. Und. Oh, hops und hops. Das klappt doch schon mal gar nicht schlecht. Das war knapp. Jawohl. So. Dann welcome to Silent Hill, würde ich mal sagen. Haben wir eine Karte? Na cool. Was haben wir denn für eine Waffe gerade? Die Pumpgun. Hier haben wir die Pistole. Muss ja nicht gleich das ganz große Kaliber sein. Gegend. Alex, are you there? Oh, Wheeler lebt. Wheeler? Noch. Is that you? Talk quietly, Alex. Thank God you're okay. Listen, they've taken us to the prison. It's horrible. They took Elle and they're about to. Wheeler,
Come in, Wheeler. What did they do? Wheeler! Scheiße. Aber Wheeler lebt noch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir machen uns weiter auf der Suche nach Spuren. Hat er jetzt schon was gesagt, wo der ist? Suchen Sie einen Weg in das Gefängnis. Wir gucken mal hier. Vielleicht ist das ja auch eine Abkürzung, wenn wir hier durchgehen. Oh, wir hören Schritte und Grunzen und Geräusche. Von Smog. Das ist eine Statue mit zwei Gesichtern, die in entgegengesetzte Richtung blicken. Okay. Was war da? Ein Saphir erhalten, alles klar. So, ja, du bist gerade nicht so bedrohlich. Das ist eigentlich völlig in Ordnung, wenn du da so ein bisschen rumdoppelst. Hier noch mal gucken. Natürlich zu. Na, komm mal ein Stück hier rüber. Süßer. Hey, komm mal her. Was machst du denn? Stellt er sich genau dahin, wo ich wieder hin will. Sag's denen, die vorübergehen, damit meine Geschichte überlebt und die Herzen derer füllt, die an meinem Grab stehen bleiben. Okay. Kann man hier vielleicht auch noch was lesen? Hier liegt die Frau und Tochter von jemandem. Hat er mich erwischt. Ist viel. So, dann gehen wir mal weiter die Straße entlang. Hier sehen wir nichts.